Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um das Thema Herz und Herzinfarkt. Zuerst einmal ein paar allgemeine Informationen zum Herz. Das Herz liegt im Mediastinum, und zwar im Thorax, also im Brustkorb. Es wird umgeben vom Perikard, also vom Herzbeutel. Der Herzbeutel ist hier unten, das sieht man jetzt leider nicht so genau. Am Diaphragma. Sogenannten Zwerchfell verbunden, und zwar im Zentrum tendineum. Und das Herz wird umgeben von der rechten Lunge und von der linken Lunge. Dadurch, dass das Herz mit seinem linken Ventrikel sehr weit in die linke Lunge reinreicht, hat die linke Lunge nur zwei Lappen im Vergleich zur rechten Lunge, die drei Lappen hat. Dominant ist hier der Truncus pulmonalis. Und die Aorta mit ihrem speziellen Aortenbogen. Was man hier nur schön sieht, ist die obere Hohlvene, die Vena cava superior. Schauen wir uns kurz den Aufbau des Herzens an. Ich habe schon erwähnt, den Herzbeutel, das Perikard. Sieht man hier, das ist die weiße Schicht, die ganz außen um das Herz herum. Das heißt, wenn man ans Herz selber möchte, muss man erst diesen Herzbeutel aufschneiden. Der Herzbeutel besteht aus dem Pericardium fibrosum und aus dem Pericardium serosum. Die äußerste Schicht, die ganz, ganz äußere Schicht, ist das Pericard fibrosum, ist hier aufgezeichnet. Die weiter innere liegende Schicht und die zweite Schicht des Perikards ist das Pericardium serosum. Hier der Fall. Zwischen den beiden Schichten liegt eine kleine Höhle, die mit seriöser Flüssigkeit gefüllt ist. Das heißt, die beiden Anteile kleben nicht aneinander fest, sondern sind verschieblich aufgrund dieser Flüssigkeit. Das Pericard serosum geht dann im Herzen in das Epikard über. Das Epikard ist die alleräußerste Schicht des Herzens selber. Die mittlere Schicht ist das Myokard, der eigentliche Herzmuskel. Das ist dieses rote hier. Man teilt das Myokard in das Arbeitsmyokard und das Erregungsweiterleitungssystem. Es sind spezielle Zellen, die die Erregung des Herzens weitergeben. Unter anderem der Sinusknoten oder der AV-Knoten. Diese Zellen kann man vom Arbeitsmyokard nur histologisch unterscheiden und mit einer speziellen Färbung. Und die innerste Schicht ist das Endokard. Das Endokard ist sozusagen, wenn man jetzt das Herz hier aufschneidet und uns jetzt hier mal innen drin uns die ganze anschauen, liegt das Endokard als innerste Schicht hier direkt im Herzen drinnen. Das heißt, wenn man das Herz aufschneidet und reinschaut, ist das das Endokard. Schauen wir uns das Herz gleich mal von innen an, beziehungsweise schauen wir uns den Blutfluss vom Herzen an. Man unterscheidet zwei Kreisläufe, den großen und den kleinen Kreislauf. Der kleine Kreislauf ist der Pulmonalkreislauf, das heißt der Lungenkreislauf. Und der große Kreislauf ist der systematische Kreislauf, das heißt der Körperkreislauf. Verdeutlichen wir uns das jetzt mal anhand des Blutflusses im Herzen selber. Das Blut kommt venös in die obere und untere Hohlvene in den rechten Vorhof. Die obere Hohlvene ist die Vena cava superior, die untere die Vena cava inferior. Venen transportieren das Blut immer vom Körper zum Herzen hin. Das Blut hat einen bläulichen Eindruck, dadurch, dass es sauerstoffarm ist. Das hat was mit der Photometrie und dem Hämoglobin zu tun. Arterielles Blut, dort ist das Hämoglobin sehr stark mit Sauerstoff angereichert. Darum erscheint es rot. Und Arterien führen dementsprechend das Blut vom Herzen weg. Arteriell und Sauerstoff angereichert. Wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen, kommt also das Blut hier über diese Hohlvenen und geht in den rechten Vorhof. Vom rechten Vorhof geht das Blut in die rechte Kammer.
Hier haben wir sogenannte Klappen. Man unterscheidet arterioventrikuläre Klappen, also Atrium ist der Vorhof und Ventrikel ist die Kammer. Atrioventrikuläre Klappen zwischen den Kammer und zwischen dem Vorhof. Und das hier ist zum Beispiel die Trikuspitalklappe. Trikuspital dadurch, dass wir im rechten Herz sind und dadurch, dass die Klappe eigentlich drei Segel hat. Sieht man jetzt hier aber leider nicht so gut, da sind nur zwei eingezeichnet. So, der rechte atrioventrikuläre Klappe hat drei Segel, Trikuspital. Von dahin geht das Blut von der rechten Kammer in den Truncus pulmonalis. Der hat auch eine Klappe, das ist die Pulmonalklappe. Der Truncus pulmonalis sind jetzt die Lungenarterien. Arterien deshalb, weil das Blut vom Herzen weg in die Lunge befördert wird. Hier ist jetzt aber der Unterschied, dass das Blut nicht sauerstoffreich ist, wie ich euch gerade erzählt habe, dass Arterien immer sauerstoffreiches Blut transportieren. Das Blut ist immer noch sauerstoffarm. Es geht jetzt erst über den Truncus pulmonalis in die Lungen, hier die rechte, hier wäre die linke Lunge, wird oxygeniert, also mit Sauerstoff angereichert, und dann über die Lungenvenen, die jetzt sauerstoffreiches Blut fördern, zurück in den linken Vorhof. Lungenvenen heißen sie deshalb, weil das Blut jetzt wieder zum Herzen hin transportiert wird. Im linken Vorhof haben wir auch eine atrioventrikuläre Klappe. Das ist jetzt die Mitralklappe, dadurch, dass die Klappe zwei Segel hat. Von der linken Kammer wird das Blut dann in die Aorta ausgeworfen. Auch die Aorta hat eine Klappe, das ist die Aortenklappe. Weshalb sind die Klappen nötig? Die Klappen sind deshalb nötig, dass der Blutfluss immer nur in eine Richtung geschieht. Das heißt, dass auch zum Beispiel, wenn jetzt der Druck nicht sehr stark ausreicht, um das komplette Blut zum Beispiel von der rechten Kammer in den Truncus pulmonalis auszuwerfen, dass jetzt nicht das Blut zum Beispiel zurück in den rechten Vorhof wandert oder wenn jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Grund nicht das komplette Blut weiter wandert, sondern sich hier staut, dass es nicht wieder zurück in die rechte Kammer fließt. Hier haben wir jetzt auch gleich schon das Problem, wenn diese Klappen insuffizient sind, dann kann es natürlich zu einem Rückstrom führen. Das Problem ist jetzt, wenn es hier passiert, dann fließt das Blut zurück in die rechte Kammer. Und die Kammer wird immer mehr und mehr und mehr gefüllt mit Blut und muss immer mehr und mehr auch wieder versuchen, in den Pulmonalkreislauf zu befördern. Das gleiche ist bei der linken Kammer, wenn die Aortenklappe defekt ist. Dort hat es aber auch noch weitreichende Konsequenzen, weil nämlich dann immer weniger Blut dem Körperkreislauf zur Verfügung steht, wenn immer mehr Blut wieder zurück in die linke Kammer fließt. Ich habe euch hier noch unterschiedliche Drücke aufgeschrieben, systolisch und diastolischen Druck. Ich glaube, das, was jeder kennt, ist der große Kreislauf mit seinem 130 zu 80 mmHg. mmHg bedeutet Milliliter Quecksilbersäule. 130 ist der systolische Druck und systolische Drücke sind immer notwendig, damit das Herz Blut auswerfen kann. Sei es jetzt von der linken Kammer in die Aorta oder sei es von der rechten Kammer in den Truncus pulmonalis. Um das Blut von der linken Kammer in die Aorta auszuwerfen, sind 130 mmHg nötig und um das Blut von der rechten Kammer in den Truncus pulmonalis zu befördern, 25 mmHg. Immer beim Gesunden. Sobald es jetzt zum Beispiel zu einer Arteriosklerose, also zu einer Gefäßverkalkung kommt im Bereich der Aorta, ist es nicht verwunderlich, warum jetzt plötzlich größere Drücke notwendig sind, um zum Beispiel das Blut von der linken Kammer in die Aorta auszuwerfen. Wenn jetzt nämlich der linke Ventrikel gegen einen größeren Widerstand aufgrund der Gefäßverkalkung ankämpfen muss, dann muss er auch größere Drücke erzeugen, um das Blut in die Aorta auszuwerfen. Was daraus folgt, ist die Hypertonie. Das ist im kleinen Kreislauf auch möglich, zum Beispiel bei einer Embolie. Wenn es jetzt zum Beispiel zur Verstopfung der Gefäße in der Lunge kommt, dann hat der rechte Ventrikel auch zu kämpfen, das Blut vollständig in die Arterie pulmonalis zu pumpen. Und hier kommt es dann zu einer pulmonalen Hypertonie. Jetzt habe ich euch erklärt, wie das Blut vom Körper über das Herz mit Sauerstoff angereichert wird und dann wieder zurück in das System befördert wird.
Das Herz selber braucht aber auch Blut, um sich selber zu versorgen, um das Myokard, den Herzmuskel, zu versorgen. Und es ist dann die Vasa privata der Lunge, des Herzens. Es gibt auch eine Vasa privata der Lunge. Kommen wir, wenn wir dann die Lunge besprechen, noch drauf. Es geht mir jetzt nicht darum, euch alle kleinen Äste der Arterien zu erklären, sondern es ist mir wichtig, dass ihr danach versteht, wie der Herzinfarkt zustande kommt. Und darum erkläre ich euch die zwei größten Gefäße. Das ist einmal die Arteriae coronaria sinistra. Die Ärzte oder auch die Radiologen verwenden immer sehr einfache und kurze Namen. Und das wäre hier LCA, sind einfach die Abkürzungen. Und zwar für Left Coronaria Arteria. Und zwar die Arteria coronaria sinistra, das ist diese hier da vorne, LCA, teilt sich auf in einen Ramus circumflexus, RCX, und in eine Arteria interventricularis anterior, in einem RIVA. Und es gibt die Arteria coronaria dextra, die sich als Endarterie in den Ramus interventricularis posterior verläuft. Die haben wir hier. Wichtig zu wissen ist, dass die Arteria coronaria sinistra das komplette vordere Herz versorgt, während die Arteria coronaria dextra die komplette Hinterwand versorgt und auch die Zellen des Erregungsweiterleitungssystems. Infarkte, die in der coronaria dextra passieren, sind vom Ausmaß her schlimmer. Dadurch, dass sie erstens das Erregungsweiterleitungssystem betreffen können und es dann sehr oft zu Herzrhythmusstörungen kommen kann, aber auch weil diese Arterie alleine für die Hinterwand zuständig ist. Und wenn jetzt diese Arterie dann später vom Herzinfarkt betroffen ist, dann kann es sein, dass die komplette Hinterwand nekrotisch wird, also abstirbt im Herzinfarkt, weil ja nur diese Arterie mit ihren kleinen Abteilungen und Abgrenzungen, also Aufteilungen, diese Hinterwand versorgt. Diese Koronararterien sind Endarterien, das heißt, es gibt keine Umgehungskreisläufe. Es ist oft so, dass wenn jetzt eine Arterie in der Peripherie verstopft ist durch Arteriosklerose, dann kann es über längere Zeit passieren, dass sich Umgehungskreisläufe bilden, sodass diese Verstopfung umgangen wird einfach und das Blut einfach über diese Umgehungskreisläufe fließt, wie bei einem Stau auf der Autobahn auch. Hier ist es nicht möglich, dadurch, dass diese Arterien Endarterien sind und frei auslaufen. Was passiert jetzt beim Herzinfarkt? Ich habe es schon erwähnt, beim Herzinfarkt ist es einfach so, dass eine Koronararterie verstopft ist oder durch irgendetwas anderes blockiert wird, sei es ein Thrombus, sei es durch so eine starke Vasokonstriktion oder sei es auch durch eine Embolie, durch irgendwas, ein Thrombus, der irgendwo entsteht und dann in diese Koronararterien hingeflossen wird. Jetzt kommt es darauf an, wo dieser Thrombus steckt. Steckt der hinten, habe ich schon gesagt, gibt es einen Hinterwandsinfarkt. Steckt der vorne, kommt es vorne zur Nekrose. Nekrose ist immer ein Gewebsuntergang, wo es dann zur Zellzerstörung kommt. Ich habe euch hier ein Bild von einem Herz mitgebracht. Hier ist Innenraum, ist aufgeschnitten. Hier ist der linke Ventrikel, sieht man dadurch, dass die Schicht ein bisschen dicker ist, dadurch, dass der linke Ventrikel gegen 130 mmHg anpumpen muss, während der linke nur ca. um 20, 25 anpumpen muss. Deswegen ist der von der Wanddicke her ein bisschen dünner. Man sieht hier dieses Weiße hier, das ist die Nekrose, das ist der Zelluntergang. Wenn die Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, weil durch die Arterien, Koronararterien kein Blut mehr fließt, dann sterben diese Zellen ab. Das Schlimme am Herzinfarkt ist eigentlich, dass diese Zellen sich nicht wieder regenerieren können. Das sind Muskelzellen, Herzmuskelzellen. Neueste Forschungen haben gesagt, sie können sich ein bisschen regenerieren, aber was tot ist, ist tot. Und wenn, dann dauert es schon eine erhebliche Zeit, bis da wieder ein paar Zellen funktionsfähig sind. Deshalb ist es ja so schlimm, wenn hinten ein Herzinfarkt entsteht und das Herzweiterleitungssystem betrifft,
weil dann diese Zellen nicht mehr weiterleiten, die Erregung nicht mehr weiterleiten und es dann viel öfter zu einem Herzrhythmusstörung kommen kann, als wenn sie zum Beispiel das Arbeitsmyokard betreffen würde. Was sind die Symptome eines Herzinfarkts? Jeder, der es mal miterlebt hat, der denkt sofort an Brustschmerzen. Also es sind unvorstellbare Schmerzen aufgrund dieser Ischämie. Ischämie nennt man eine Sauerstoffunterversorgung Gewebe. Was sauerstoffunversorgt ist, wird ischämisch. Und dann letztlich kommt es zu Nekrose, zum Zelltod. Ja, und das tut weh. Das sind Schmerzen, die wünscht man sich keinem. Diese Schmerzen streuen in die linke Schulter. Das hört man immer wieder, dass Menschen dann in die linke Schulter Schmerzen haben. Das kommt aufgrund diesen sogenannten Head Zones. Jedes Organ hat sein Ebenbild auf der Haut oder auf dem Körper und das Herz hat seins nun mal auf der linken Schulter. Könnt ihr gerne auch mal googeln, was Head Zones sind. Eigentlich sehr interessant. Ja, Dyspnoe, Atembeschwerden also. Und Todesangst und Schweißausbrüche natürlich. Wie behandelt man jetzt einen Herzinfarkt? Also, entweder man beginnt eine systematische Lyse. Systematische Lyse heißt, man versucht, die Thromben, die jetzt dieses Herzgefäß verstopfen, aufzulösen, indem man eine systematische Lyse mit Medikamenten macht. Oder man macht jetzt heutzutage eine Therapie mit einem Herzkatheter. Das habt ihr hier jetzt mal. Das hier ist dieses lange Katheterschlauchsystem, was über die Arteria femoralis, also an der Leiste, über die Leistenarterie, reingestopft wird bis vorne, bis nach oben zum Herzen. Was kann man jetzt machen, wenn man Herzen ist? Man hat hier vorne entweder einen kleinen Schlauch, wo man, also man hat auf jeden Fall einen Schlauch, wo man Kontrastmittel spritzen kann. Das Kluge dabei ist, man macht es unter Röntgensicht. Das heißt, um den Patienten steht eine Röntgenröhre und es wird ständig Röntgenbilder gemacht. Wenn man jetzt Kontrastmittel gibt, wie es jetzt hier in dieser Koronararterie gemacht worden ist, und dann ein Röntgenbild macht, dann ist dieses Gefäß, wenn es mit Kontrastmittel angereichert ist, röntgendicht. Wie Knochen zum Beispiel auch. Das heißt, es färbt sich jetzt hier schwarz, also so leicht dunkler an. Und daher kann man, wenn man jetzt das genau in das Gefäß gibt, kann man die Gefäße beurteilen. Und man sieht hier, wenn man leichte Stenosen hat oder leichte Thrombenbildung. Und das kann man jetzt anhand dieser Technik erkennen. Und was kann man jetzt noch machen, wenn man schon mal mit dem Katheter da drin ist im Herz? Man kann entweder Ballondilatation machen. Das sieht man hier. Man geht also wieder mit dem Katheter rein. Man hat vorne jetzt einen Ballon dran. Diesen Ballon pumpt man auf mit Luft und sprengt sozusagen hier links und rechts die Verkalkung der Arteriosklerose an die Wand ran. Und hat wieder danach ein freies, offenes Lumen. Das Problem ist, bei fortschreitender Arteriosklerose hält das nicht lang an. Das heißt, Gefäß wird bald wieder zu sein. Da wird eine weitere Möglichkeit, man setzt den Stent ein. Ein Stent, das sieht man hier unten, ist so eine kleine, so eine Art, ja, kleines Drahtgitter. Das heißt, man hält dieses Lumen jetzt durch diesen Stent offen. Es gibt verschiedene Stents. Es gibt Stents, die sind beschichtet mit Medikamenten. Die sollen dann gleichzeitig noch das Gefäß ein bisschen mit Medikamenten versorgen. Und es gibt Stents, die lösen sich nach einer Zeit wieder auf. Und demzufolge, je nach Patient, setzt man unterschiedliche Stents ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch einfach.